Hallo und willkommen zurück zu Planet Side 2. Ich bin jetzt gerade mitten ins Kriegsgebiet verschoben worden und ich höre überhaupt nicht mehr, was ich selbst sage. So, mal erstmal ein bisschen leiser machen hier. Ich habe mich jetzt gerade direkt ins absolute Kriegsgebiet versetzen lassen. Und wir sehen schon, hier ist die Hölle los. Direkt mal da hochhüpfen. Ein bisschen die Kollegin hier heilen. Ja, da geht's runter. So, meine Stimme ist geringfügig angeschlagen. Und ja, das ist das erste Mal, dass ich wirklich auf der Stelle irgendwie in Action reingeraten bin. Und natürlich ausgerechnet jetzt. Wie könnte es anders sein? Hat bei mir zu Hause wieder das Internet beschlossen, nicht mehr so richtig zu funktionieren. Und ich bin gerade verstorben. Verreckt. Nicht verstorben. Ja, verstorben bin ich auch. Ach du Scheiße. Wir haben die Einrichtung erfolgreich verteidigt. Ich steige ein als schwere Angriffseinheit. Ich möchte ein paar Panzer knacken. Denn ich mag Panzer knacken. Oben hockt ein verdammter Scharfschütze. Muss man ehrlich sagen, jetzt gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Oh. Nee, ist klar. Nee, ist klar, wie lange braucht er denn, um seine Waffe zu wechseln? Okay, heute ist nicht mein Tag. Und es ruckelt hier auch übel. Ich weiß nicht, ob man das merkt in der Aufnahme. Das Bild ruckelt ohne Ende. Ich hätte den vielleicht einfach mit der Panzerfaust abknallen sollen. Das wäre vielleicht gescheiter gewesen. Oder? Flugeinheit identifiziert. Oh, sorry. Was denn jetzt hier zur Hölle, ey? Mir reicht's jetzt. Das kann's doch nicht sein. Holt mir jemand den Typen von dem Funkmast da oben runter. Also ich bin heute sehr effektiv, muss man echt sagen. Liegt bestimmt daran, dass ich kerngesund bin. Genau, man hört sich, ich bin kerngesund. Und wie gesagt... Ja, wo? Ja, ja. Den Typ, den habe ich jetzt natürlich wieder knapp verfehlt. Gut, das war ein Treffer. Oh, ich habe den getroffen, oder was? Und ich bin aufgestiegen, das ist doch schon mal sympathisch. Immerhin haben wir jetzt da oben diesen fucking Sniper weg. Ich hoffe jedenfalls, dass der jetzt weg ist. Mensch, geh mal aus dem Weg, du Vollhonk. Ja, er weiß auch nicht, wie man das dann irgendwie schaffen soll. Wie gesagt, es laggt. Mein Internet ist irgendwie kaputt. Hat irgendwie einen leichten Schlag. Und ich wollte doch eigentlich Dings nehmen, um die Panzer zu knacken. Aber jetzt komme ich gar nicht so weit, um Panzer zu knacken. Das ist schon irgendwie kacke.
Team hat mal wieder beschlossen, mich hier alleine zu lassen, wie man das halt so kennt. War das ein Headshot? Das war ein Headshot. Zeig mir, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Meine Fresse. Aus einem Weichen, Mann. Ich bin Sanitäter. Was erwartest du? Kollege, ich repariere dich mal. Ey, Alter. So ein Flaschenteam. Wo kam der jetzt her? Ich war doch voll in Deckung. Oder hatte der sich irgendwo diagonal? Nö. Episch, Kollege. Episch. Ist heute richtig geil zu zugucken, ne? Kann ich jetzt überhaupt rausrennen, ohne dass ich direkt abgeballert werde? Ich renne einfach mal raus. Erlange die Kontrolle über die Einrichtung zurück. Ist klar, wo hocken die denn? Der macht doch der nutzt doch irgendeinen Bug aus. Der hockt doch da in der Karre drin, oder? In dem Karton. In dem. Ja, oder wo sitzt der denn? Du hast die Republik im Stich gelassen. Die Einrichtung ist verloren. Es geht mir gerade ernsthaft auf die Nerven. Einmal, dass das Spiel so laggt und. Also auch das Screen und alles. Und zweitens, ja, dass die einfach durch die Wand ballern. So geht das nicht hier, das ist nicht fair. Da ist ein Panzer, will der mich vielleicht mitnehmen? Oh. Ne, der will mich bestimmt nicht mitnehmen. Der ist... gleich kaputt, weil der abgeballert wird. Aber von wem wird er beballert? Von dem da drüben. Der Feind hat schwere Panzereinheiten in diesem Gebiet. Ja gut, dann rennen wir als Sunny mal wieder übers offene Feld, das haben wir ja drauf, ne? Nee. Weißt was, ich nehme mir jetzt einen Panzer. Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Frage ist, komme ich so hier überhaupt hoch? Ja, da komme ich hoch. Da komme ich schon hoch. Ja super, dann bin ich wieder alleine unterwegs. Egal.
Nee, ist klar, ey. Man merkt wirklich, dass ich überhaupt nicht fit bin, ne? Das ist echt unmöglich, was ich hier abliefere. Also wofür ich überhaupt kein Verständnis habe, ist, dass da dieses A eingenommen ist, dieses verfluchte. Muss man wieder zurückholen. Ist klar. Heute ist irgendwie bei den Roten sind da nur lauter Pflaumen unterwegs in meinem Team. Habe ich das Gefühl. Wenn nicht wieso, aber so richtig effektiv sind wir ja heute nicht. Man kommt nicht mal richtig ins Spiel rein, weil es einfach so unmöglich ist, jemandem zu helfen. Gehen wir mal woanders hin, wo ganz woanders. Und man sieht jetzt auch, wie langsam das lädt. Das muss ich dann unbedingt verkürzen im Video. Es ist heute nicht der schnellste Internettag. Wobei ich ja in 2 bis 4 Wochen neues Internet bekomme, schnelleres Internet. Angeblich. Achso, jetzt bin ich praktischerweise wieder Sunny. Verarsch mich doch nicht. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Da frage ich mich jetzt, wie könnt ihr mich eigentlich treffen? Na? Weil ich sitze ja hinter der Wand. Und so. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Alter, verarscht mich doch nicht. Wie trifft ihr mich denn? Lass mich reinsteigen, komm. Was schießen die Schweine denn?
das kann es nicht sein, Leute. Das kann es nicht sein. Gibt es hier denn keine Front, die irgendwie erfolgreich vorankommt und bei der man irgendwie anständig arbeiten kann? Ja, lustig, wie soll man da bitte schön überhaupt was erreichen? Ja, und ich lecke hier, dass es nicht mehr feierlich ist. Das ganze Bild ruckelt ja. Moment. Einstellungen, Grafik, Wiedergabequalität,